Der Deutsche Schauspielpreis 2020 in der Kategorie Nachwuchs geht an Tua Alfawal. Ich zitter gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein. Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz. Okay. Mit Kopftuch Schauspielerin zu werden, ist genauso sinnlos wie ein Langstreckenläufer mit einem amputierten Bein. Krasser Satz, oder? Und genau diesen Satz habe ich gehört bekommen von der ersten Agentur, bei der ich mich vorgestellt habe. 9 Monate lang wollte mich keine Agentur aufnehmen. Ihre Bedingung war, zieh dein Kopftuch aus. Und jetzt stehe ich heute hier als erste kopftuchtragende Schauspielerin und nehme diesen krassen Preis wirklich geehrt entgegen. Ihr wisst nicht, wie dankbar ich nur für diese Nominierung war. Ich habe mir wirklich nie vorstellen können, dass ich diesen Preis kriege. Diese Nominierung ist für mich schon krass genug. Und das ist ein richtiger Schritt, bei dem es aber nicht aufhören sollte. Denn als Frau hat man es schon eh schwer genug in dieser Branche. Stimmt's oder habe ich recht? Und als muslimische Frau hast du es noch schwieriger. Und als kopftuchtragende muslimische Frau, naja, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen jetzt. Was ich mich frage ist, warum muss ein junger POC immer den Kriminellen spielen? Warum muss eine junge POC immer die unterdrückte Frau spielen? Warum spielen wir keine Hauptrollen? Und wenn das passiert, warum dann nur, um stereotypische Rollenbilder zu verkörpern? Ich meine, ich wünsche mir Veränderung. Wie gesagt, das ist ein wirklich wichtiger Schritt, aber ich wünsche mir noch mehr Veränderungen. Meint ihr nicht, es ist Zeit, Rollen zu schaffen, die nicht ganze Menschengruppen stigmatisieren? Yes. Irre ich mich, wenn ich sage, es ist Zeit, Möglichkeiten für anders markierte SchauspielerInnen zu schaffen, nicht immer stereotypische Rollen spielen zu müssen? Und findet ihr nicht, es ist Zeit, Gerechtigkeit für ein Zusammenleben zu schaffen, in dem niemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, seiner Sexualität oder seiner scheinbar Andersartigkeit benachteiligt wird? Das sind meine Wünsche und für uns hier heißt das, dass wir in den Drehbüchern, denn da fängt es schon an, in den Castingangeboten, in den Rollenbesetzungen, in dem schauspielerischen Alltag eine Normalität schaffen, in der wir nur für unsere schauspielerische Leistung bewertet werden. Druck war ein Vorreiter, dass es funktionieren kann
und auch sollte. Und das hat es ganz klar gezeigt. Und umso mehr bin ich wirklich dankbar und stolzer, Teil dieses großartigen Projektes gewesen zu sein. Das ist ein Herzensprojekt und ich werde mich immer daran erinnern und stolz sagen, ich war ein Teil dieses Teams. Und an dieser Stelle möchte ich jedem Einzelnen danken, der dieses Projekt so großartig gemacht hat. Die Autoren, die Produktion, die Regisseure, Maske, Kostüm, jeder einzelne Ton, Kamera, jeder einzelne daran, der einen Teil dazu beigetragen hat. Und natürlich einen großen Dank an Polarbeck. Das war die erste, die an mich geglaubt hat und mir eine Chance gegeben hat. Und auch an Barbara Ott und Lucie Lose. Auch ein großes Dankeschön an die Vorauswahlkommission, an die Jury, alle Mitglieder vom BFFS, die für mich gewählt haben und die für mich nicht gewählt haben, weil ich mir sicher bin, meine KollegInnen hätten es genauso verdient wie ich. Danke an meine Agentur, der Crush Agency, die wirklich mich nach meinen Leistungen bewertet hat. Und ein großes Dankeschön aus meinem tiefsten Herzen an meine Familie und Freunde, die stets an mich geglaubt und mich bei meinem Vorhaben unterstützt haben. Ich liebe euch alle. Und natürlich ein Dankeschön an meinen Verlobten Momo. Du bist mein Fels in der Brandung. Mit dir regieren wir die Welt. Und zu guter Letzt, der größte Dank gebührt Gott. Alhamdulillah, ich hätte niemals mir denken können, dass ich jemals die Chance haben werde, durch meine allererste Rolle in meinem Leben für so einen großartigen Preis nominiert zu werden und ihn letztendlich auch zu gewinnen. Und danke an Almila, du bist eine sehr starke und bewundernswerte Schauspielerin. Danke für deine Worte, wirklich. Ich hoffe, dass wir Veränderungen schaffen und ich hoffe, dass, wie du es gesagt hast, wir in der Zukunft einfach Dinge mehr mit Diversity füllen, wie mein Kollege vorhin, Rawan Taleb, gesagt hat. Es ist nicht nur wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich alleine irgendwas gewonnen habe. Ich habe das Gefühl, so, es stehen so ganz viele Leute neben mir, die einfach mit mir das gewonnen haben, weil es ist wirklich ein großer Schritt. Danke für alles. Danke.